Ja, liebe Journalisten, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem HSV und dem 1. FC Köln, das der HSV vor 45.143 Zuschauern mit 2:0 gewinnen konnte. Ich begrüße auch die beiden Cheftrainer, Peter Stöger und Markus Gisdol, und bitte den Gästetrainer um sein Statement zum Spiel. Ja, zunächst einmal Gratulation an HSV zum Sieg. Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir haben ein paar Dinge nicht optimal gelöst. Wir sind gegen einen sehr engagierten, zweikampfstarken Gegner heute nicht so ins Spiel gekommen. Deswegen denke ich, geht es auch so in Ordnung. Wie gesagt, Gratulation noch einmal. Dankeschön. Vielen Dank, Peter Stöger. Markus, deine Analyse bitte. Ja, ich hatte heute vor dem Spiel doch den ein oder andere Sorge, weil wir sechsmal teilweise zwingend wechseln mussten oder gewechselt haben. Deswegen hatte ich ein bisschen Bedenken, ob wir vielleicht da ein bisschen zu viel Veränderungen herbeiführen müssen. Aber dann hat man schnell gesehen im Spiel, dass die Jungs sich gut finden, dass wir stabil waren, dass wir sehr gut und diszipliniert gespielt haben. Und ich denke, darauf war dann auch die Führung in der ersten Halbzeit okay. Das 1-0, direkt nach der Halbzeit hat Köln aber eine starke Phase gehabt, wo wir eine super Chance nachher vom Gegner super zusammen vereiteln. Ja, ich glaube, es war Joe und René, die sich da sensationell in den Schuss geworfen haben und die Chance vereitelt haben. Sonst wäre es 1-1 zu dem Zeitpunkt gewesen, dann wäre es enger geworden. So war das Spiel dann nachher zu unserer Seite gekippt. Wir haben zahlreiche Chancen dann noch im Konter gehabt, die wir dann nicht früh genutzt haben, um den Sack zuzumachen. Aber insgesamt fand ich, es war eine wirklich ansprechende Leistung von unserer Mannschaft. Und ich bin sehr glücklich, dass wir in die nächste Runde einziehen. Danke, Markus. Dann bitte ich Sie um Ihre Fragen und wie gewohnt um kurzes Handzeichen. Wir fangen an bei Wolfgang Stephan vom Stadler Tagblatt. Herr Gisdol, am Freitagabend wollten Sie mir nicht sagen, was Ihnen alles nicht gefallen hat bei Ihrer Mannschaft. Würden Sie heute ein paar Gründe sagen, was Ihnen ausgesprochen gut gefallen hat? Ist auch leichter, die Frage zu beantworten. Ja, ist tagesformabhängig bei mir. Aber es ist schon so, dass wir heute vor allen Dingen sehr diszipliniert gespielt haben. Ich glaube, wir haben die Reihen immer eng gehalten. Wir haben die Passwege auf Modest auch gut zugemacht. Mannschaft war sich immer bewusst, dass wir nicht viele Lücken bieten dürfen. Auf der anderen Seite eine gute Umschaltbewegung. Aber auch müssen trotzdem auch die Phase, wie gesagt, nach der Halbzeit ansprechen. Ich finde schon, dass es dort wir etwas zu nachlässig waren und den Gegner da ins Spiel haben kommen lassen. Das hätte auch schief gehen können. Aber glücklicherweise haben wir es heute richtig gut hingedreht dann noch. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung, einmal in der dritten Reihe. Können Sie ein bisschen was sagen zu den Spielern, die jetzt nicht spielen konnten, gesundheitlich, wie es weitergeht? Ekdal, Holtby, Müller, gibt es eine Prognose für das nächste Wochenende? Es ist wirklich zu früh. Ich kann das heute überhaupt nicht abschätzen, ob alle drei oder ein einzelner Spieler zur Verfügung steht. Wir müssen da wirklich von Tag zu Tag schauen. Ich schaue jeden Tag den Doktor an und der sagt mir dann Daumen hoch oder Daumen runter. Das ist wirklich gerade ein Spiel von Tag zu Tag. Aber wir haben ja heute gesehen, dass wir eine ganze Reihe mehr gute Spieler in unserer Reihe haben. Das gibt uns ein Stück weit Sicherheit, dass wir da auch gut aufgestellt sind, wenn wir da mal wechseln müssen. Henrik Jacobs vom Abendblatt. Man sagt ja immer, dass Brasilianer etwas länger brauchen, bis sie hier in Deutschland oder im europäischen Fußball ankommen. Waren Sie überrascht, wie schnell Wallacy sich heute auf dem Platz zurechtgefunden hat? Ich habe das so ein bisschen im Training vermutet, was ich heute auf dem Platz zurücksehen konnte, aber sicher kannst du dir da natürlich nicht sein. Ich finde, er hat heute wirklich eine ordentliche Leistung zum Start gemacht. Der Junge ist 21, kommt aus einem ganz fremden Land, spricht die Sprache noch nicht richtig und deswegen fand ich, dass er das wirklich sehr couragiert und gut gemacht hat. Daniel Jovanov von goal.com. Herr Gisdol, Gideon Jung hat heute getroffen und noch ein Tor vorbereitet. Muss er der Mannschaft jetzt einen ausgeben oder was ist Ihr Prozedere bei dem Debütanten? Weiß nicht, ist er Debütant für die Geschichte? Ich glaube, der hat schon öfters mal ein Tor geschossen. Aber vor allen Dingen
freut es mich für ihn, weil er ist ein Spieler, der bei uns immer so ein bisschen untergeht. Ja, und es ist für uns ein so wichtiger Spieler und ein toller Junge, der eine glänzende Perspektive hat, der oftmals, wie gesagt, gar nicht wahrgenommen wird, aber für unsere Mannschaft unglaublich wichtig war. Schon vor der Winterpause, als er auf der Innenverteidigerposition gute Spiele gemacht hat. Er hat sich leider im Trainingslager verletzt gehabt, aber jetzt ist er wieder da auch und er macht das wirklich extrem zuverlässig. Dann ist noch nicht alles beantwortet. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung hat noch eine Frage. Sie haben dann ja Wallacy ausgewechselt, vermutlich weil Sie eine Gelb-Rot-Gefahr gesehen haben, oder können Sie es ein bisschen beschreiben? Ja, grundsätzlich dachte ich auch, insgesamt so 60 Minuten rum wäre eine okay, gute Spielzeit für ihn zum Start. Aber dann kam diese Situation, wo die vorausgegangene erste gelbe Karte, finde ich, man nicht geben muss. Aber bei der zweiten haben wir dann einen Tick Glück gehabt, glaube ich. Und deswegen wollte ich da auch nichts mehr riskieren. Einmal in der Kamerareihe noch. Herr Stöger, es hat diverse Diskussionen im Laufe des Spiels gegeben zwischen Ihrer Bank und der des HSV. Können Sie ein bisschen beschreiben, worum es da ging und was da die Hintergründe waren? Kann ich nicht, nein. Weitere Fragen? Dann vielen Dank für das Interesse an der PK, den Gästen eine gute Heimreise und allen schönen Abend noch.